Hallo Leute, noch gestern Abend hätten wir Angst, dass ein Junges verhungert. Heute früh ständen wir aber vor einem völlig anderen Problem. Dieser kleine schwarze Kerl war aus dem Nest gefallen und war so gut wie tot. Eisekalt und bewegungsunfähig lag er daneben. Und erst als wir ihn in die Hände nahmen, merkten wir, dass noch ein Rest von Leben in ihm war. Wir schnappten das kleine Kerlchen, nahmen es mit in die Wohnung und versuchten es zu wärmen. Zuerst zwischen den Händen, dann auf einem Kirschkernkissen und schließlich kam ein Mann auf die Idee, sich den kleinen Fratz ins T-Shirt zu stecken und damit an die Heizung zu setzen. Und das Wunder geschah, das Leben kehrte zurück. Als wir seinen dicken Bauch sahen, konnten wir uns zusammenreimen, was wirklich passiert war. Vermutlich hatte die Mutter die Kleinen gestillt und er war so gierig gewesen, dass er die Zitze nicht rechtzeitig losgelassen hatte und dadurch aus dem Nest gezogen wurde. Und die nächtlichen 3 Grad plus hätten ihn beinahe das Leben gekostet. Oh, der dicke Bauch, jetzt kommt er zu sich. Aber richtig.